Hallo, mein Name ist Professor Dr. Karl-Peter Fischer. Das ist jetzt das Video Nummer 2, das versprochene zum Thema, wie schreibe ich und wie organisiere ich meine Bachelorarbeit und meine Masterarbeit und wie finde ich überhaupt ein Thema und wie finde ich einen Betreuer, wie gehe ich da am besten vor. Jetzt nun Video Nummer 2, das versprochene Exposé deiner Bachelorarbeit. Warum sollst du ein Exposé haben? Wenn du ein Exposé hast, dann kriegst du schneller einen Betreuer, weil es dann für den Betreuer viel, viel einfacher ist, zuzustimmen, dass er dich betreut. Also, wie bereits im Schritt 1 in meinem vorherigen Video kurz erklärt, hilft dir dieses Exposé, deine Bachelor- oder Masterarbeit erstens einmal für dich selber zu strukturieren und du siehst dann den Wald und verlierst dich nicht in den ganz vielen verästelten Bäumen und kommst relativ schnell voran. Und denk dran, mit einem geilen Exposé deiner Bachelor- oder Masterarbeit findest du wirklich, glaub's mir, im Handumdrehen einen Betreuer. Denk dran, das meine ich jetzt wirklich ernst, das sind auch nur Menschen und die wollen es sich einfach machen. Ja? Ich weiß, wovon ich rede, weil ich ja selber Professor und viele, viele Master- und Bachelorarbeiten betreut habe und nach wie vor betreue. Also mach es deinem anvisierten Betreuer oder Betreuerin einfach und nutz dazu das Exposé. Mit dem Exposé signalisierst du dem Betreuer oder der Betreuerin, schau mal, ich habe eigentlich alles schon durchdacht. Mich zu betreuen ist echt kein nerviger Akt und es macht ja auch keine große Arbeit, sondern eher Spaß. Also, je besser dein Exposé für deine Bachelor- oder Masterarbeit ausfällt, desto schneller findest du einen Betreuer, glaub mir. Check dabei die Bachelorarbeit oder Masterarbeitsangebote, die der Betreuer oder die Betreuerin, die du anvisiert hast, auf der Plattform angeboten haben, in der Webseite anbieten oder bei irgendwelchen Meetings euch angeboten haben. Passen diese Themen für dich und ist das Thema heiß? Damit meine ich, kannst du damit später im Job Türen öffnen oder einen guten Job ergattern, dann greif zu, nimm dir eins dieser Themen und mein Tipp, lass die Finger von Exoten, die keiner haben will und die dir da draußen auch keine Türen aufmachen. Auch wenn das Thema vielleicht erst spannend ausschaut, wenn da draußen das kein Mensch haben will, dann mach was anderes, nutz die Zeit besser. Meine persönliche Meinung, mein Tipp. Okay, also mach's gleich richtig und plan deine Bachelorarbeit und oder Masterarbeit grob durch. Keine Angst, also das Exposé soll jetzt keine fertige Arbeit sein. Kann's ja gar nicht, du stehst ja am Anfang. Nein, sondern es soll die bisher angedachte Struktur erklären, und dir und dem Betreuer praktisch helfen, wo geht die Reise hin, was habe ich da eigentlich vor. Denk auch immer an den potenziellen Betreuer. Ja? Nicht signalisiert mehr Arbeit für ihn, als wenn du bei der Betreuungsanfrage oder im Gespräch mit deinem Betreuer oder deiner Betreuerin rumstammelst. Also ich erlebe das auch immer wieder, Kinder, ich kann es euch sagen. Also wissen Sie, Herr Professor, ich hätte da Sie gerne als Betreuer und ich würde gerne irgendwas über Facebook oder irgendwas über Konsumentenverhalten schreiben. Das hat mich schon immer interessiert oder ja so Point-of-Sale-Geschichten, Augmented Reality, Denk dran, was ich dir jetzt vorhin im Video 1 gesagt habe. Verzettel dich nicht in Nebenästen, fokussiere, schränke ein, sag klar und deutlich, wo die Reise hingeht, was du vorhast. Und dann ist es auch mit der Literatur und den International Journals, die dir hier zur Verfügung stehen, einfacher. Und letztendlich zauberst du dem Betreuer ein Lächeln ins Gesicht. Wer sagt, Mensch, toll, die möchte ich betreuen, keine große Arbeit. Punkt. Und letztlich gibt der dir ja dann auch die Note, wenn alles geschafft ist. Also, was gehört jetzt in ein Exposé für deine Bachelor- oder Masterarbeit hinein? Wie soll es aussehen? Mach's kurz und klar. Am besten arbeitest du plakativ, damit der Betreuer oder die Betreuerin
dir auch folgen kann. Wir sind auch nur Menschen. Ja? Also formal prägnant, übersichtlich, gegliedert, Punkt, Punkt, Punkt. Grundsätzlich sollte dein Exposé 3 Teile haben, als Vorschlag. Muss nicht, ist nur ein Tipp. Und nicht mehr als 3 bis 4 DIN A4 Seiten. Sonst ist es ja kein kleines Exposé mehr. Also, welche Tipps kann ich dir geben? Schreib kurz, was du da machen willst und stell dein Thema vor. Ideal ist eine 10-Punkte-Grobgliederung, die ich dir jetzt hier noch in diesem Video schnell an die Hand geben möchte. Und diese Gliederung sollte den geplanten Aufbau deiner Bachelor- oder Masterarbeit aufzeigen. Grob meint wirklich grob. Also, das heißt, nenne dabei erstens, welches Problem willst du bearbeiten oder lösen? Das ist die Ausgangslage. Zweitens, warum hast du selbst dieses Thema gewählt? Was hat dich dazu motiviert? Warum glaubst du, dass das ein interessantes Thema für dich sein kann? Wer hat das Problem und warum? Also für wen ist deine Arbeit da draußen von Interesse? Viertens, wie sieht deine Forschungsfrage aus? Forschungsfrage, oft vergessen. Forschungsfrage, was willst du herausfinden? Was ist dein Forschungsziel? Fünftens, wie sieht der Forschungsstand heute zu diesem Thema aus? Wenn du das schon überblicken kannst, aber ein bisschen informieren solltest du dich. Ist es ein Thema, das total voll ist, das ausgelutscht ist, oder wie sieht es hier eben da draußen aus? Sechstens, welche Theorien willst du einbauen? Was kreist dir da im Kopf rum? Zeigt es deinem Professor oder deiner Professorin? Nächstens, siebtens, welchen methodischen Ansatz wählst du dabei? Achtens, welche Ressourcen brauchst du dafür? Machst du vielleicht irgendwas mit Geräten? Brauchst du einen Eye-Tracker? Oh, machst du Experteninterviews? Machst du empirische Erhebungen? Also skizziere ein bisschen, welche Ressourcen du brauchst, weil du die und die Methodik vorhast. Brauchst du das SPSS? Hast du die Software? Kommst du an diese ganzen Sachen hin? Etc. etc. Und ganz wichtig, 9, welchen Ergebnistyp willst du am Schluss erreichen? Und dann 10, was steht am Ende als dein Ergebnis? Das ist das Allerwichtigste, okay? Also schau, dass du das hinkriegst. Okay, alles klar, ich hoffe, ich habe euch jetzt in Video 2 gezeigt, wie du dein Exposé machst und damit deinen Betreuer begeistern kannst. Ja, jetzt gebe ich dir noch meinen Studenten von der Hochschule und von der Universität im letzten Video, im Video 3, was ich von dir haben möchte und wie du mich anschreiben musst, damit du mich als deinen Betreuer bekommst. Meistens sage ich eher, weil mich die Sachen interessieren, die ihr macht. Und ja, und ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Und schaut euch die Videos an. Soll ein kleiner Service sein, weil ich glaube, das geht dann schneller, als wenn wir ständig telefonieren. Ihr kriegt mich nicht, ich krieg euch nicht. Wir WhatsAppen, wir machen hier, wir machen da. Und ich denke, schaut euch den Film an, dann wisst ihr genau, was ihr bei mir braucht. Meldet mich an und innerhalb von 2, 3 Tagen sage ich euch dann, ob es klappt. Dann treffen wir uns noch, überlegen das Ganze, skizzieren das und dann reicht ihr das Thema bei uns an der Hochschule ein und gib Gas und das war's dann. Also, meine Studenten von der Hochschule und von der Universität, wir treffen uns gleich in Video Nummer 3 und ich sage euch, was ich von dir oder von euch haben will. Tschüss, bis nachher. Oh, muss meine Brille wieder aufsetzen.